Ist das ein Baby? Oh my God. Dann braucht ihr Koffein. Yes, please. Up to you. Oh, he's so good. Hallo. Wie schön. Sag Hallo, du wirst gefilmt. Die Grübchen. Wie viel habt ihr gewonnen? Es ist kein Gewinn. Wir sind ausgeschieden und bekamen eine Abfindung von $100,000. Die perfekte Anzahlung für ein Haus. Genau. Nach was sucht ihr? 4 Schlafzimmer, 2 Bäder, ein Pool. Der muss sein. Muss? Okay. Ja. Du brauchst einen Pool. Du willst schwimmen. Was noch? Nette Nachbarn. Die Kinder sollen draußen spielen können. Es muss nicht nagelneu sein, aber bezugsfertig. Altbau wäre okay? Ja. Und hohe Decken. Ich bin riesig. Ich brauche Platz nach oben. Wie viel wollt ihr ausgeben? 350 bis 400.000. Aber wenn es etwas mehr wird... Wie viel mehr? 415? 415. Alles klar. Nette Nachbarn, Pool und natürlich hohe Decken. Wir finden was. Wenn die Haare nicht noch wachsen. Doch. Wie lang? Militär ist vorbei. Hurra, Leben. Bis zur Decke. Ohne Anstoßen. Deshalb ja hohe Decken. Lauter tolle Häuser. Welches soll ich Keith und Sharis zeigen? Blöde Frage. Zuerst zeige ich Ihnen das teuerste. Hampton Road. Sie wollen nette Nachbarn und sie wollen einen Pool. Und natürlich hohe Decken für Keiths Frisur. Farblich perfekt abgestimmt. Wir haben es versucht. Jetzt wäre ich dran. Du siehst toll aus. Schwarz ist deine Farbe. Ich wollte zu euren Outfits passen. Mögt ihr die Gegend? Total. Das ist Amerika pur. Lauter schöne Häuser. Ein paar Fakten zu Hampton Road. Es hat 4 Schlafzimmer, 2,5 Bäder, 218 Quadratmeter. Alles, was ihr wolltet, für $415,000. Okay, wenn's das Richtige ist. Na klar. Kommt raus. Wow, der ist ja riesig. Ein großer Garten, ein toller Pool. Hier kann man leben. Was für ein Garten. Oder? Das ganze Haus ist echt schön. Es ist alles perfekt, bis auf den Preis. Wir sind hoch eingestiegen mit dem vielleicht perfekten Objekt am Limit eures Budgets. Der Rest ist günstiger. Klingt gut. Aber vielleicht könnten wir die Nachbarschaft noch ein bisschen erkunden. Oder ein paar Möbel abschleppen. Aber immer. Weiter geht's nach Lynn Heaven Manor. Ein tolles Haus in guter Gegend. Es hat alles, was Sie suchen. Einen Pool, es ist bezugsfertig. Man könnte einiges verändern, aber es kann auch genauso bleiben, wie es ist. Und? Klasse, tolle Gegend. Fakten zu Lynn Heaven Manor. 4 Schlafzimmer, 2,5 Bäder, 186 Quadratmeter mit Pool. Und der Preis ist irre. $385,000. Klingt gut. Was denkt ihr? Ich find's toll. Mit etwas Arbeit. Aber bei dem Budget wäre das locker drin. Und es geht auch so. Ich habe aber noch eins. Es kostet genau 400.000. Bin gespannt, was ihr sagt. Wir auch. Wollt ihr wieder um die Häuser ziehen wie gestern? Bin dabei. Ich wäre für Mülltonnen tauchen. Da stehe ich drauf. Heute zeige ich Ihnen The Greenbrier. Und weil ich weiß, dass Sie viel Zeit draußen verbringen, glaube ich, dass es Ihnen gefallen wird. Der Garten ist traumhaft. Der sorgt für extra Lebensqualität. Macht's euch Spaß? Und wie? Das Haus ist toll. Die Fakten. The Greenbrier hat 5 Schlafzimmer und 3,5 Bäder.
Es ist mit 230 Quadratmetern das größte der Häuser. Und wir sind unter eurer Budget-Obergrenze. $397.000. So gefällt mir das. Come on out, guys. Oh my goodness. Wahnsinn. So habe ich es mir vorgestellt. Der Pool ist irre. Und hier ist noch mehr Wasser. Das gibt dem Ganzen noch mal eine ganz andere Ebene. Obwohl wir hier nicht völlig abgeschirmt sind, fühlt man sich trotzdem im eigenen Garten. Und es hat alles so viel Persönlichkeit. Das inspiriert mich total. Eigentlich sage ich immer, nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Aber in Virginia Beach ist der Markt sehr schnell. Wenn ihr euer Traumhaus schon entdeckt habt, lasst uns zuschlagen. Das wird schwer. Vielleicht hilft ein Spaziergang durch die Nachbarschaft. Oder ihr findet etwas. Auf zu den Nachbarn. Ist das nicht hübsch hier? Mit dem See im Hintergrund. Es war wirklich schön mit euch. Gute Häuser? Alle. Fangen wir vorn an. Hampton Road, das teuerste. Aber der Garten war so riesig, man sieht kaum Nachbarn. Ich sah schon die Kinder da spielen. Ein Familienort. Auch die Gestaltung innen, dieses Bad mit der Ankleide, besser geht's nicht. Und dann kam Lynnhaven Manor. Das fand ich die schönste Gegend. Die totale Familiengegend. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Es war das kleinste und bräuchte etwas Schliff. Aber Garten und Terrasse waren super. Mit dem Vorteil, dass es pflegeleichter wäre. Mehr Zeit für die Kids. Dann fuhren wir einmal quer durch die Stadt und sahen uns Greenbrier an. Ein cooles Haus und das größte von allen. Und obwohl es die meisten Veränderungen bräuchte und Granit, war es sehr gut aufgeteilt. Das Schlafzimmer war toll. Und die Wanne, da hätten wir zu dritt reingepasst. Da fand ich den Garten mit dem Teich am schönsten. Hatte eine tolle Ruhe. Was Besonderes. Überraschend. Ihr habt offenbar über jedes Haus nachgedacht. Schön. Schwere Entscheidung. Aber wir haben es geschafft. Raus damit. Willst du oder ich? Du. Greenbrier. Yummy house. Es ist perfekt. So grün und der Garten genau, was wir wollen. Auch innen würde ich jedes Zimmer so nehmen. Trotz unserer Änderungswünsche könnten wir auch sofort einziehen und uns zu Hause fühlen. Let's do this. All right. Let's get you this house. Yes. So exciting.